Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, heute ist ein recht stürmischer Tag. Nicht nur an der Schlosskirche, sondern sicherlich auch im Rest der Stadt. Ich bin hier, um Ihnen etwas zu zeigen, was zumindest in der ersten Hälfte des Films, was es heute gar nicht mehr zu sehen gibt. Nur haben die Denkmalpfleger, die Verantwortlichen rund um die Schlosskirche hier vor einigen Jahren das Pflaster entsprechend gestaltet mit helleren Steinen, sodass man erkennen kann, dass hier mal ein zweijochiger Anbau, eine Kapelle war, die aus dem späten 15. Jahrhundert, also aus der Spätgotik stammte, aus einer Zeit, in der man gerne Kapellen um das eigene Seelenheil stiftete, also zum Beispiel das Patriziat, das städtische oder der Stadtadel. Das Besondere hier also ist, dass die Steine, die Sie hier unten sehen, unter dem Maßwerk, dass das alles Rekonstruktionen sind, die also über 5 Jahrhunderte eigentlich gar nicht mehr existierten, sondern man kam hier in die Kapelle hinein, das war alles offen. Während zum Beispiel das Maßwerk hier oben dann natürlich original ist aus dem frühen 13. Jahrhundert. Das heißt, diese beiden Bereiche der ehemaligen Joche, das mit den Maßwerken hier, mit den 4 Pässen und 3 Pässen, das sind Rekonstruktionen. Was aber noch original ist und irgendwie auch ganz witzig, was viele gar nicht wissen, dass wir hier noch eine kleine so Säulen haben mit Blattkapitellen, die sehr stark aufgesetzt sind, wie hier zum Beispiel. Und wenn ich jetzt weiter nach vorne gehe, dann haben wir hier sogar noch Reste der farbigen Malerei, also Gelb oder Gold sogar auf rotem Grund. Und das ist schon besonders. Das ist eben deshalb so gut erhalten, weil hier ja 500 Jahre fast eine Kapelle stand, die das geschützt hat. Dann haben wir hier noch eine weitere, die sogenannte Nord- oder manchmal auch Margaretenkapelle. Diese Kapelle stammt aus der Zeit so lass mich kurz nachdenken, 1300. Und war ursprünglich im unteren Teil der Karna. Das heißt, hier wurden die ausgegrabenen Schädel, wenn man hier wieder Leute bestattet hat, auf dem Kirchhof und die Schlosskirche. Und auch die Oberschenkelknochen, die wurden hier ausgestellt, hinter diesen großen Fenstern, die teilweise auch mit Maßwerk versehen waren. Man sieht es hier. Es könnte auch wieder rekonstruiertes Maßwerk sein, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Spuren des Zweiten Weltkriegs sieht man überall, zum Beispiel hier. Da sind also irgendwelche Schrapnelle gekommen oder Minen oder auch MGs, die das alles hier entsprechend zerstört haben in der Oberfläche. Das Besondere hier an der Margaretenkapelle ist der Aufbau. Und jetzt gehe ich wahrscheinlich mal gerade wieder zurück. Das heißt, nee, erstmal in die Richtung. Die Wasserspeier, da haben wir hier, die sind schwierig zu erkennen, jetzt mit dem Licht, ich mache mal größer. Hier haben wir ein Schaf. Daneben, das könnte ein Hund sein. Und hier ist es eine menschliche Gestalt, ein Mann, der sich an den Kopf langt. Und das macht er nicht wegen der Politik in Pforzheim oder wegen der jetzigen Situation dank Corona, sondern aus einem anderen Grund. Es ist nämlich Goliath, der gerade den Stein von David an den Kopf bekommen hat. Und oben ist David zu sehen, ein kleines Kind mit einer Krone auf dem Kopf und ein langes Gewand. Also es ist ein Goliath-Pfeiler. Das sind auch die Schafe als Wasserspeier, der Hund. Und jetzt haben wir 3:30 Uhr und deswegen hören wir jetzt auch gerade die Kirchenglocken. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass man in den 30er Jahren nach 1933 diesen Pfeiler nicht als Davidspfeiler erkannt hat, sondern als Margarete, die kleine Ortsheilige, die kleine Selige von Pforzheim, und unten ein Jude, dessen spitzer Judenhut mit dem langen Bart ist sehr zu erkennen, lange Haare, dessen spitzer Judenhut im Laufe der Zeit abgebrochen war. Man hatte eben im 13. Jahrhundert ein totes Mädchen in der Enns gefunden, das ist belegt, und dann hat man
gedacht, die Juden, die 14er Juden hätten es getötet. Und es gab einen Ritualmordvorwurf, einen Prozess. Und die männlichen Juden wurden umgebracht. Und in Nürnberg, im Memorialbuch der jüdischen Gemeinde von Nürnberg, da ist das auch verzeichnet. Da stehen nämlich die 3, 4 Namen der damals in Pforzheim ums Leben gekommenen jüdischen Männer. Frauen wurden damals oft vertrieben oder auch getauft, die Kinder auf jeden Fall, das Geld wurde einbezogen. Und die Dominikaner, die Mönche, haben alles dann eben entsprechend beschrieben. Es gab sozusagen ein Gottesurteil, denn als man den Leichnam, sozusagen, der aus der Enz gezogen wurde, von den Flößern, so heißt es in der Legende, als man den Juden zeigte, fing der Leichnam an, sich leicht aufzubeugen und wieder zu bluten. Vielleicht lag es nur in der Sonne und dann gingen halt die Wunden aus irgendeinem Grund wieder auf. Ja, und das ist eben die Geschichte der Margarete. Also es gab hier so ein Rechtsgeschehen und die Verurteilung. Leider eine der ältesten Fälle, Ritualmordfälle überhaupt, die für Europa überliefert sind, das hier in Pforzheim. Ja, das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte von der Nordkapelle oder sogenannten Margaretenkapelle. Ach so, ja, stimmt. Der Grabmal der Margarete wurde hier verehrt. Dann kam die Reformation, der Grabstein blieb, in dem sie lag. Und dann im 17. Jahrhundert haben Mönche aus Baden-Baden hier einen Einbruch gemacht und die Reliquien der Margarete geklaut, die dann schließlich unter Melack in Baden-Baden beim Stadtbrand zerstört wurden. Tja, so kann es gehen.